Am Mühlweg in der Hoyerswerder Altstadt haben die Umgestaltungsarbeiten begonnen. Zuerst werden die Garagen abgerissen und Bäume gefällt, heißt das aus dem Rathaus. In dieser Woche sollen dann noch archäologische Untersuchungen folgen. Vorgesehen ist unter anderem, ab dem Mühlensteg in Richtung Johanneskirche den Weg mit neuem Pflaster zu versehen, Sitzmöglichkeiten sowie Fahrradständer aufzustellen. Auch neue Anpflanzungen sollen erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf rund 85.000 Euro.